Hallo, liebe Freunde. Ein letztes Mal im alten Jahr melde ich mich bei euch. Dies ist die Jahresendansprache. Tja, habe ich mir so gedacht. Jahresendansprache hört sich gut an. Wie Winkelement oder Jahresendzeitfigur oder wie hieß der Weihnachtsmann damals so im anderen Teil Deutschlands. Die hatten ja auch andere Begriffe. Und ich schaue jetzt einfach mal zurück so und versuche das Jahr, was vorbei ist, begrifflich zu begreifen. Es fing an im Januar, oh, alle waren wir Charlie Hebdo, je suis Charlie. Oh, was war passiert? Ein paar irre Terroristen sind in eine Zeitungsredaktion gegangen und haben da 12 Leute umgelegt. Bedauerlicher Anschlag. Aber alles hat sofort geheult. Und dann haben sich die Politschranzen, wie wir doch alle noch wissen, schön in Paris abgeschirmt so darstellen lassen, als würden sie einen Zug anführen, der nach Hunderttausenden zählt. Da kam dann das erste Mal die Sache mit der, ja, so richtig mit der Lügenpresse so ins Wallen, ne? Erinnern wir uns doch noch, Charlie Hebdo. So. Ich wollte nur mal anmerken. So, für uns zum Nachdenken. In den 70ern und auch bis weit in die 80er Jahre hinein kamen in Europa im Schnitt zwischen 300 und 400 Menschen bei Terroranschlägen zu Tode. Jedes Jahr. Also die Zeiten der Brigade Rossi in Italien, die Hochzeiten der ETA in Spanien, die Hochzeiten der IRA in Northern Ireland, die RAF in Deutschland. Das waren Terroristen, selbstgemachte. Und die knallten so im Schnitt 300 bis 400 Mann im Jahr ab. Spanien, besonders Baskenland, war damals ein heißes Pflaster. So, da hat aber auch keiner losgeheult. Jetzt müssen wir alle überwachen, jetzt Dings, Dings. Nein, damals ist Folgendes passiert. Da haben die Sicherheitsorgane der betroffenen Staaten einfach nur ihren Spielraum ausgenutzt. Das passiert doch heute gar nicht. Heute wird doch der Spielraum im Prinzip, der da ist, gar nicht ausgenutzt. Deswegen haben wir das Problem ja auch. Da haben wir ja schon wieder hausgemachte Terroristen. Siehe Frankreich November. Ne? Plus einer, der wohl da hinten über Syrien und die Balkanroute eingereist ist. Und einer, der Waffen da nach Paris schmuggeln wollte, aus Deutschland raus. Ne? Und dann jetzt geht unsere Kanzlerin hin und macht dann bei der Scheiße da mit. Na, sondern die Frage der Zeit, bis der Mullah sagt, so, jetzt kriegt ihr halt auch mal so ein Ding ab. Aber, Strichpunkt Terror und Ausnahmegesetzgebung, habt ihr mitgekriegt, in Frankreich wurde jetzt der Ausnahmezustand in die Verfassung übernommen. Was das bedeutet? Das ist ganz einfach. In Frankreich, der Dritten Republik, war es bisher so und zu Recht so geregelt, dass wenn der Präsident einen Ausnahmezustand ausrufen wollte, er das Parlament um Zustimmung bitten musste. Das Parlament musste zustimmen zum Ausnahmezustand. Das wurde jetzt geändert. Jetzt kann der Präsident nach Gutdünken, den Ausnahmezustand bei besonderen Gefahrenlagen, so steht's da, ausrufen. Was ist denn jetzt eine besondere Gefahrenlage? Es ist wieder sehr dehnbar, ne? Merkt ihr das? Was also jetzt für die Franzosen heißt, dass den jederzeit jeder auf die Pelle rücken kann. Das kann jetzt eingelocht werden, solange der Ausnahmezustand bestehen bleibt. Sind da die bürgerlichen Grundrechte der Franzosen sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt. Und das Ganze kann jetzt per präsidialer Verfügung unter Umgehung der gewählten Volksvertreter gemacht werden. Schön, ne? Haben Sie bei den Amis abgeguckt. Bei denen heißt das Patriot Act. So. Und jetzt überlegen wir mal, was wird denn passieren, wenn es hier mal richtig knallt? Merkt ihr was? Dann wird aber sofort, dann geht's aber ab, Freunde. Dann wird das nach französischem Vorbild gemacht, dann wird hier auch Ausnahmezustand. Dann können sie ja auch alles schön machen, wie sie gerne wollen. Der letzte, der unter solchen Umständen regiert hat, war Adolf Hitler, 1934, Ermächtigungsgesetze. Der eine oder andere interessiert es mal nachschlagen. Ermächtigungsgesetze 1934. Ja, was haben wir denn noch weiter gesehen im Jahr? Also Terrorismus,
war also viel bedrohlicher in den 70er und 80er Jahren, als er heute ist, wenn man die Anzahl der jährlichen Toten zum Maßstab nimmt. Nur mal drüber nachdenken. Von wegen der Hysterie. Damals gab es keine Hysterie. Heute gibt es Hysterie. Komisch. Obwohl die Bedrohung durch den Terror für jeden Einzelnen von uns innerhalb der Gesellschaft wesentlich geringer geworden ist. Da war es früher wesentlich gefährlicher, draußen unterwegs zu sein, als die RAF noch aktiv war. Und Brigade Rosse und die von mir schon bezeichneten Organisationen. So, hätten wir also Terror abgefrühstückt. Ach ja, dazu noch eins. Geht morgen nicht auf so große Festivitäten. Also in Berlinern kann ich nur abraten, auf die Meile zu gehen. Wenn ich ein böser Muller wäre, würde ich das ausnutzen. Ist ja im Prinzip knallt ja an allen Ecken und Kanten. Ne? Und wenn man größere Knall gibt, kriegen die das gar nicht so schnell mit. Und im Gewühl zu verschwinden, bei Silvester, bei Großveranstaltungen, ist auch ziemlich einfach. Also, wie gesagt, ich würde euch nicht raten, auf Großveranstaltungen zu gehen. Morgen Nacht. Geht auf kleine Partys, ne? Macht patriotische Rutsche ins neue Jahr. Lasst euch auf Großveranstaltungen der Schlafschafe nicht blicken. Weil wir wissen, ja, das sind die Ersten, die in ihrem Blut liegen werden. Wenn es denn soweit kommt. Keine Panik. Aber ich halte Silvesternacht für, wie gesagt, ich sage euch das ja immer, wenn ich der Mullah Abdullah wäre. Ne? Man muss immer denken, so wie sein Feind denkt. Dann denkt man am besten richtig. So, weiter 8. Absturz, als das richtig losging mit der Betroffenheitssudelei unserer Freunde, die Ressourcen verbraucht haben, nicht wahr? Weil ein fehlgeleiteter Mensch da irgendwie seinen erweiterten Suizid zelebrieren musste. Musste denn unsere Politikkaste da wie in der Betroffenheit zelebrieren? Und dann ging es auch dann so langsam los mit den Demos, dass ich draußen war und mich so unter euch bewegt habe. Also unter dem Volk oder Pack, wie Gabriel das Volk genannt hat, was ja auch wieder zeigt, was er von Menschen hält, die ihre Meinung kundtun und die Meinung eben vom Mainstream abweicht. Und nachdem dann das mit dem Pack kam, kamen dann schon die ganzen Flüchtlinge. Und zwar so viele, wie wir sie noch nie gesehen haben. Komischerweise alles junge, gesunde Männer. Ich meine, gut, junge, gesunde Männer haben natürlich auch Grund, aus dem Krieg abzuhauen, weil sie es ja im Endeffekt sind diejenigen, die dafür bluten müssen. Und da sagte doch mal ein berühmter Deutscher so, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich glaube, es war Bert Brecht sogar. Und recht hat er ja eigentlich. Wenn die alle nicht mitmachen, gibt es keinen. Aber die Gegenseite sieht das anders und deswegen gibt es da noch einen. So. Dass man Flüchtlinge hier aufnehmen muss, dass wir eine historische Verantwortung haben als Deutsche. Menschen, die unter Unterdrückung leiden, unter Krieg, Folter, Mord, Totschlag, sexuelle Ausrichtungsverfolgung, glaubensmäßiger Verfolgung leiden und das auch glaubhaft nachweisen. Denen müssen wir helfen, ist doch gar keine Frage. Aber was passiert ist, ist, dass unsere Angela die Schreckliche, unsere Bundeskanzlerin, hingegangen ist und sämtliche Gesetze außer Kraft gesetzt hat und damit eine Völkerwanderung ausgelöst hat, die in der modernen Geschichte ihresgleichen sucht. Ich wüsste nichts. Da wird immer dann so schön der Vergleich herangezogen zu 12 Millionen nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja geflüchtet sind, also aus den ostdeutschen Ländern. Nach Mittel- und Westdeutschland geflohen sind. Das waren A, Deutsche und B, hier gab es genug aufzubauen. Hier war alles in Dutt und Asche geballert. Das heißt, Arbeitsplätze waren vorhanden. Also jeder, der brauchte nur rauszugucken und fand Arbeit. So, heute ist eine ganz andere Situation. Und diese ganze Fachkräftelüge, die uns da aufgetischt wurde, die haben wir ja mittlerweile auch bestens entlarvt. Also, ganz klarer Fall zu den ganzen Flüchtlingen, jeder wirklich Verfolgte. Das ist überhaupt kein Problem. Diesen Menschen helfen wir herzlich gerne. Auch aufgrund unserer Geschichte natürlich. Weil im Gegensatz zu den Amerikanern haben wir ein Geschichtsbewusstsein. Die Amerikaner haben gar keine Geschichte. 200 Jahre, 270 Jahre oder was, 80, 290 Jahre irgendwo rundum so. Ne? Ist doch keine Geschichte. Das ist doch überhaupt nichts. Also,
Wir haben da über 1000 Jahre auf dem Zettel stehen. Ja, mal gucken, so Karl der Große und so. Und dann ging es schon los mit deutscher Geschichte. Da waren die Ureinwohner noch völlig unbehelligt auf dem amerikanischen Kontinent und konnten noch Indianer sein unter Indianern. Und dann kam so eine Einwanderungswelle. Und jetzt leben die Indianer in Reservaten. Nur mal so ein Gedanke. Können ja vielleicht drüben in Sachsen schon mal ein paar Bezirke abstecken, wo wir denn unsere Leute dann im Reservat leben lassen. Nach dem Motto hier, dann können die anderen mal gucken, so sahen früher denn mal so eine deutsche Familie aus. Das war jetzt zynisch, ich weiß, aber das musste sein. Ist ja Jahresendansprache. Muss auch ein bisschen böse werden, ne? Also bitterlich halt. So, Dengler, wo waren wir jetzt? Bei den Flüchtlingen hatten wir die auch. So, schön. Ach ja, und nun kam jetzt ja dann das zweite Mal Paris. Und die Kanzlerin war dann sofort Feuer und Flamme mit uralt Gerät. Völlig sinnfrei und sinnlos. Bundeswehrsoldaten wieder in einen neuen, diesmal völkerrechtswidrigen Einsatz zu hetzen. Und dem deutschen Volk das auch noch als, wie sagt sie immer so schön, alternativlos zu verkaufen. Das Einzige, was in diesem Land alternativlos ist, das ist, dass die ganze Schranzenbande in Berlin da sofort weggefegt gehört. Neuwahlen her, zumindest erstmal nach den Neuwahlen dann ein Verfassungsreferendum. Nach dem Verfassungsreferendum Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung. Nach der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung die Ausarbeitung derselben durch die verfassungsgebende Versammlung. Danach Vorlegung der Verfassung dem deutschen Volk zur Ratifizierung. Danach Einarbeitung der Änderungswünsche und Vorschläge, die Sinn machen, durch eine Kommission der verfassungsgebenden Versammlung. Danach Ratifizierung der Verfassung durch das Volk und danach sofort die ersten wirklich freien und direkten Wahlen auf deutschem Boden, die es dann je gegeben hat. Frei und direkt. Diese Demokratie ist die, die wir uns wünschen. Da denke ich, da spreche ich in eurem Namen, damit dann solche Parteiauswüchse und Schranzenköpfe nicht mehr die Geschicke des Volkes lenken und der Kopf der deutschen Politik endlich mal aus dem Arsch vom Ami genommen wird. Die Weihnachtsansprache von Gaukler, nicht sagen wie immer. Dann wird jetzt noch das Neujahrswort von Angela der Schrecklichen verkündet. Ne? Wahrscheinlich auch nur wieder heiße Luft und Geblubber und Durchhalteparolen. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Sag nur eins, wenn ich Millionen Deutscher freiwillig hier in dieser Situation geholfen hätte, hätten wir gar nichts geschafft, außer uns selbst ganz schnell ab. Das ist nämlich nun mal eine Tatsache. Und 400.000 illegal in unserem Land sich aufhaltende Personen sind auch eine Tatsache. Das war ein besonders schönes Weihnachtsgeschenk, das die Bundesregierung dem deutschen Volk da präsentiert hat. Dafür nochmal von allen einen herzlichen Dank. Ihr Schmarotzer und halsabschneidenden Halunken in Berlin. Das ist nämlich keine Regierung, das ist eine Diktatur. Ne, große Koalition. So eine Mehrheit gab es noch niemals in der deutschen Geschichte. Eine Opposition findet nicht mehr statt in Deutschland im Moment. Und genau so sieht auch die Regierungsarbeit dieser netten Koalition aus. So, für das nächste Jahr könnt ihr euch schon mal alle neue Schuhe besohlen lassen. Denn ich will euch da draußen auf der Straße sehen und im Frühjahr möchte ich euch mindestens mit 150.000 Mann in Berlin aufschlagen sehen. Ne? Ich höre hier immer und lese in Facebook, wir sind ja Millionen. Und die Downloadzahlen von der Pegida-Hymne, über deren musikalische Qualität man streiten kann, muss ja nicht alles jedermanns Geschmack sein. Und ein Text hat die Hymne auch noch nicht. Und eine Hymne ohne Text, naja, gibt sogar eine Nationalhymne ohne Text. Und das ist die längste der Welt, ja. Wisst ihr welche? Wer es weiß, schreibt es unten rein. Gibt es tatsächlich. Okay, zu der Hymne. Vielleicht fällt mir ja ein Text ein. Und der eine oder andere der oberen
Interesse hat, kann er mich ja mal schnell anschreiben. Ich bin ganz gut so im Texten. Ne? Wisst ihr ja. Und dann schreibe ich da einen zu. Oder ich schreibe überhaupt einen zu und lege euch den vor. Könnt ihr euch denn ja aussuchen. So, einen schönen Hymnentext. Mensch. Doch, das wäre mal was. Ich schreibe einen und den schicke ich euch denn zu. So, gibt's im neuen Jahr. Dann haben wir diesen Kritikpunkt nämlich auch direkt weggenommen. Wie gesagt, musikalische Qualität lässt sich doch bestreiten. Aber was sehr witzig ist, sind die Downloadzahlen. Die sind nämlich mittlerweile auf Platz 1. Und da die Jungs und Mädels in Dresden gesagt haben, ja, was da reinkommt für die Obdachlosen, wird das ein echt festliches, ja, neues Jahr für unsere Obdachlosen. Und ich glaube nicht, dass die Pegidianer in Dresden da einen Unterschied machen zwischen Obdachlosen deutscher Herkunft und Obdachlosen mit Migrationshintergrund. Nicht wahr? Weil das sind eben keine Nazis und Rassisten. Das sind nur Bürger, die die Schnauze voll haben. So, wie gesagt, nächstes Jahr geht's weiter. Ich selber fange am 4.1. in Duisburg an, als Aufgalopp. Danach geht's dann Richtung Berlin, dann wieder ins Erzgebirge, nach Sachsen, nach Dresden. Und ihr kennt das ja alles so, ne? Weil ich dann unterwegs bin. Und diesmal wird meine Ansprache auf den Straßen und Plätzen fast immer dieselbe sein. Ich werde euch so langsam, aber sicher darauf vorbereiten, dass wir mal in Berlin aufschlagen nächstes Frühjahr. Und ich denke mir, dieser Gedanke, dass wir wirklich dann da, wir sind ja Millionen, von diesen Millionen, die wir schon sind, dann haben wir 150.000 dahinstellen, die da bleiben. Das ist dann mein Wunsch fürs neue Jahr, weil in den Städten und Gemeinden unseres Landes auf die Straße zu gehen, das ist wahrhaft löblich und zeigt auch, dass sich was verändern muss in unserem Land. Aber damit sich was verändert in unserem Land, und das glaubt mir, werden wir uns auf die Socken machen müssen und ihn ganz, ganz nah und dauerhaft auf die Pelle rücken müssen. Die müssen wissen und spüren, und das ist ganz wichtig, spüren. Ja, wenn Sie die Luke aufmachen vom Reichstag, sehen Sie uns schon. Wenn die Schranze oben in Ihrem Büro sitzt und kommt raus, dann sieht sie uns da. So wie ein lebendes Mahnmal. Ein lebendes Mahnmal der Kritik an der Arbeit dieser Bundesregierung. Nicht wahr? Und ich glaube nicht, dass da irgendetwas dran illegal ist, wenn es in Berlin ein Mahnmal für 6 Millionen ermordete Juden gibt. Ne, dass wir dann genauso viele Menschen vor den Reichstag stellen, wie dieses Mahnmal stehlen hat. Oder? Sieht da einer irgendetwas Verwerfliches dran? Denkt mal nach. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Rutsch, ein geiles Silvesterfest in patriotischen Kreisen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von hier bis dort, euer Kurt.